Setzen wir uns zusammen aufs Sofa. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ist eben viel über Institutionen geredet worden, dass wir jetzt auch so in eine neue Phase, in eine noch heisere Phase der Digitalisierung eintreten. Ich habe vor mittlerweile 15 Jahren eine Dissertation abgeschlossen zum Thema Darstellung von Geschichte in den audiovisuellen Medien. Und da habe ich mich mit solchen Geschichten beschäftigt, wie Filme von Jean-Luc Godard, Filme, Projekte von Alexander Kluge, Harun Faruqi und so weiter und so fort. Also alles Leute, die so ein bisschen alternative Ansätze zum Thema, wie geht man denn mit Geschichte um, begonnen haben. Und damals haben wir noch nicht über das Thema Digitalisierung geredet. Möchte Ihnen also 11 Thesen dazu präsentieren. Der Titel der Dissertation war Gedächtnisraum Film, das hier Gedächtnisraum Museum. Ich komme also als Trend- und Zukunftsforscher wieder so ein bisschen in dieses Vergangenheitsthema zurück. Aber ich glaube, es ist auch naiv und albern vom Zukunftsforscher zu verlangen, dass er ständig über 2050 redet, wissen wir alle nicht. Antworten wir auch vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung nicht mehr drauf, weil es gibt genügend Kollegen, die dann irgendwann sagen, ja, dann werden die Autos fliegen können, interessiert aber tatsächlich niemanden. Und wir wissen wahrscheinlich alle auch hier, dass kulturelle Prozesse viel chaotischer verlaufen und dass man solche dämlichen Vorhersagen einfach nicht machen sollte. Also, 11 Thesen zur Zukunft von Erinnerung in der digitalen Gesellschaft. Hier sehen Sie ganz kurz, was wir machen. Wir sind Trendforscher, die auch an der Hochschule mittlerweile stationiert sind, an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Wir sind das erste Trendforschungsinstitut, was tatsächlich auch das Privileg genießt, universitär mitarbeiten und forschen zu dürfen. Das war uns ganz wichtig bei der Gründung. Was wir machen, sehen Sie hier, wir machen Studien zu vielen Themen, die aus den Bereichen der Megatrends resultieren. Ich mache aber auch andere Geschichten mit dem Kollegen Dirk Müller, den Sie sicherlich auch aus Film und Fernsehen kennen. Immer dann, wenn der DAX zusammenbricht, ist Mr. DAX irgendwo zu sehen. Wir haben uns vor mittlerweile 5 oder 6 Jahren kennengelernt bei einer Morgens-Talkshow, wo wir dann auch, ich glaube auf Sat.1 war das, wo wir dann auch erklären sollten, wie jetzt unsere Wirtschaft zusammenbricht, und auch das haben wir damals nicht gemacht, da fanden wir uns aber sympathisch und haben dort auch angefangen, tatsächlich diesen Letter Cash Course Trends zu machen, wo wir über viele Megatrends arbeiten und wo wir aber auch solche eher abwegigen Sachen gemacht haben, dass wir relativ früh uns über 3D-Technologie auseinandergesetzt haben und auch über so etwas wie den Rohstoff Wasser, also um Ihnen mal so zu zeigen, was so unser Tätigkeitsspektrum ist. Nein, ich habe keine Glaskugel mitgebracht. Das ist sozusagen immer die Standardankündigung, mit der ich so 2-3 Mal in der Woche konfrontiert bin. Was wir machen, sehen Sie eigentlich ganz kurz hier, wenn Unternehmen zu uns kommen oder wenn wir beschließen, zu bestimmten Themen zu arbeiten, dann fängt das natürlich damit an, dass wir im Netz unheimlich intensiv nach Daten graben mit mehreren Leuten. Und dann ist aber auch wichtig, und das ist da unten dieses Zeitband, Trend- und Zukunftsforscher, ja, versuchen Zukunft planbar zu machen, machen Aussagen für Institutionen, für Unternehmen zur Zukunft. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir diesen Weg aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft beschreiten und dass uns das auch bei allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die vielleicht gerne sofort irgendwie irgendwelche schrägen Sky-Fi-Projekte mit uns losschießen möchten, dann sagen wir Ihnen immer, liebe Leute, für uns ist ganz wichtig, wir gucken uns immer lange Zeitreihen an. Das ist total langweilig, aber das muss sein. Also wie ist etwas geworden? Wie ist es sozusagen in die Gegenwart gekommen? Na, Megatrend, Digitalisierung, wichtiges Thema. Und wie sieht es in der Zukunft aus? Wir fragen also nach Megatrends, Reichweite 30 Jahre. Da ist Digitalisierung, Social Media natürlich im Moment großes Thema. Wir haben insgesamt 15 Megatrends, Digitalisierung, Individualisierung, auch das im Kulturbereich ein wichtiges Thema, ist natürlich dort zentral in der Forschung. Dann gehen wir von diesen Megatrends weiter und sagen, es gibt sowas wie Technologietrends,
kürzere Halbwertszeit, das machen wir vor allen Dingen in unserem Lettercache-Kurs Trends, da schauen wir intensiv drauf, welche Technologien kommen, was machen die Unternehmen, was kommt als nächstes, im Moment arbeiten wir, kein Zufall, über das Thema, oder für den nächsten Monat arbeiten wir über das Thema Digitalisierung und Sicherheit, wurde eben hier schon auch einiges gesagt. Dann gibt es Gesellschaftstrends. Wir arbeiten intensiv dazu, was Leute, wir nennen das dann Lebensstilanalyse, relativ akademisch, wir arbeiten intensiv dazu, was Leute in der Gegenwart fasziniert, wie sich Trendprozesse, Trends sind ja immer Veränderungsbewegungen in der Gesellschaft, ne? Wie sich sozusagen bestimmte Trends auf ihr Leben auswirken und welche Konsequenzen das in den nächsten Jahren haben wird, gehen dann runter bis zu Consumer-Trends, also sprich die einfachen Trends. Was passiert, werden wir weiter Bio essen, werden wir weiter regional und so weiter und so fort. Dann machen wir aber einen Schnitt und sagen, also sozusagen die Frage, die möglicherweise Sascha Lobo manchmal auch beantworten muss, ob wir oder weswegen wir in dieser Saison die Farbe Gelb benutzen und nicht die Farbe Rot bei bestimmten, die können wir nicht beantworten. Da diskutieren wir gerne mit irgendwelchen Lifestyle-Zeitschriften darüber, aber da sozusagen, das ist sozusagen nicht unser Thema, das ist unterhalb unseres Radars. Hier sehen Sie sozusagen unsere Megatrends, nach denen arbeiten wir eigentlich relativ standardisiert, die werden permanent untersucht, wir machen permanent dazu Veröffentlichungen, machen teilweise natürlich Vertiefungen, wenn wir feststellen, das Thema Digitalisierung und das digitale Wir, schöner Zufall, schöne Vorlage von eben, dazu haben wir aktuell gerade ein Buch in Vorbereitung, das heißt Hashtag Wir und wird in den nächsten Monaten erscheinen und wird sich natürlich mit dem Megatrend der Digitalisierung beschäftigen, aber auch wie gesagt Digital Learning, Individualisierung sind Trends, die in den nächsten Jahren in diesem Bereich Medien, Kultur, aber auch Gedächtnisbildung sicherlich eine wichtige Rolle spielen werden. Was wir im Moment, jetzt komme ich zu den 11 Thesen, das sind nicht 11 Trends, die sind sozusagen nicht so weit ausgearbeitet, was wir in den nächsten Jahren erleben werden oder was wir im Moment auch schon erleben, ist, dass es so etwas wie den Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit gibt. Das war ein Film von Alexander Kluge, aus analogen Zeiten, ich glaube irgendwie Mitte der 80er Jahre, wo auch er, und er ist ja, wir sind hier im Museum, er ist ein Prediger dafür, dass er sagt, wir müssen, wenn wir weiterhin kreativ, kulturell handeln wollen und wir müssen, wenn wir sozusagen unsere Gesellschaft kreativ verändern wollen, müssen wir immer schön auseinanderhalten, dass es so etwas gibt wie Gewesenes, dass aus dem Gewesenes etwas entsteht und so Gegenwart entsteht und dass das sozusagen Konsequenzen für die Zukunft hat. In dem Maße, wie jede Information und Nicht-Information, mittlerweile behaupte ich, gibt es mehr Pseudo-Information als Information, sofort verfügbar scheinen, müssen wir Bewusstsein dafür schaffen, dass Daten keinen naturwüchsigen Wahrheitsgehalt haben. Auch das müssen Museen immer stärker tun. Anfang der 2000er Jahre war es so, dass junge Menschen sagten, Google ist doch das Netz und was da ist, das ist doch die Realität. Und ich habe in den 80er Jahren in Seminaren mit Studenten immer darüber, über diese Realitätseffekte im Film, wann halte ich etwas für besonders realistisch, authentisch, da haben wir lange in Forschungsprojekten, DFG-Projekten drüber gearbeitet und ich glaube, das ist so ein bisschen in Vergangenheit geraten, dieses Gefühl, dass das, was wir in den Suchmaschinen finden, dass das, was uns Big Data, na, die Analysen, jetzt wird jedes Fußballspiel, wird sozusagen Zentimeter genau vermessen und wir bekommen schon während des Spiels, habe ich gestern Abend gemerkt, bekommen wir die ersten Informationen. Er hat noch keinen Zweikampf gewonnen und so, ne? Also die ganze Realzeitgeschichte, das bedroht natürlich auch so ein bisschen oder bringt uns so ein bisschen weg von diesem Gedanken des Gewordenseins, dem Gedanken an Vergangenheit und wie sozusagen vergangene Prozesse auch in Gegenwart und Zukunft hineinwirken. Und deswegen müssen Museen meines Erachtens haben die Verantwortung als wichtige Institutionen in Gegenwart und Zukunft dafür ein Bewusstsein zu halten. Es gibt eine Forschungsrichtung, da könnte man sagen, das ist so ein bisschen das, was wir eigentlich machen sollten. Es gibt Big Data, also man kann über wunderbare Sensoren, die man überall anbringen kann, kann man permanent schauen, was Leute permanent tun und kann wirklich alles auf den Punkt analysieren. Das wäre doch was für den Zukunftsforscher. Ja, klar, ist interessant. Aber was wir im Moment gerade über Google Now, ist es jetzt wieder, ich komme jetzt wieder auf Google, aber Google ist im Moment, steht im Fokus, ist auch wichtig, was so eine Software wie Google Now uns ja empfiehlt, ist, dass sie uns sozusagen in den nächsten Jahren unseren Tagesablauf
erklären werden und uns zeigen werden, wenn du jetzt sozusagen zum Frankfurter Kreuz willst, mach lieber das und mach lieber jenes. Und es gibt dieses schöne Beispiel mit der Pregnancy Prediction von dem amerikanischen Supermarkt Target, die ganz früh angefangen haben, aktiv im Netz unterwegs zu sein, und die machen so eine intensive Big Data Forschung, dass sie behaupten, das irgendwie mittlerweile auch ganz schick finden, sie würden es mindestens oder fast genauso früh merken, wenn eine Frau schwanger wird wie der Gatte selbst, ne? Also sozusagen am Kaufverhalten. In Mikroanalysen über ganz, ganz viel Datenwälzen tatsächlich es schaffen, vorherzusagen, wenn sozusagen eine Familie in den Zustand des Kinderbekommens übergeht. Und das ist ja für die Marketing-Experten nichts Neues, dann ändert sich ja in einer Familie alles. Und was man heute tatsächlich versucht, über diese Predictive Analysis tatsächlich hinzukriegen, hier sehen Sie ein paar Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, was man versucht hinzukriegen, ist tatsächlich das zu wissen, was die Konsumenten morgen wollen, aber im Moment selbst noch nicht wissen. Das ist gleichzeitig auch ein Spruch, den, glaube ich, Steve Jobs mal losgelassen hat. Also wenn wir klug sind, dann schaffen wir das, das zu bauen, was die Konsumenten in den nächsten Jahren mögen werden. Aber mit Big Data beginnt im Moment sozusagen der Start nicht nur des Handels, auch anderer Bereiche mithilfe dieser Unternehmen wie Razorside, Guavus, Telepart, Clear Story Data und so weiter und so fort. Es gibt wahrscheinlich 100 Startups mittlerweile in Silicon Valley, aber auch in Bulgarien, muss man auch sagen. Die versuchen ja, want to proactively manage customer experience, put all data to work and make timely decisions. Wie schaffen wir es tatsächlich, dass wir über Big Data, dass wir über das Netz in der Lage sind, Zukunft zu antizipieren, die unmittelbare Zukunft der nächsten 3 bis 4 Jahre. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, diejenigen Menschen, die in dieser Big Data Welt groß werden in den nächsten Jahren, die damit selbstverständlich umgehen. An dem Punkt sind wir längst. Die werden tatsächlich anders, mit einem anderen historischen Sinn auf Wirklichkeit gucken, als wir das in der vergangenen Zeit gemacht haben. Das wird jetzt kein kulturpessimistischer Diskurs, aber wir haben tatsächlich Grund, uns in gewisser Weise, so wie ich es gerade erzählt habe, uns vor dem Thema Digitalisierung zu fürchten. Ich fürchte mich, wir fürchten uns vor Bevormundung, Banalisierung über so etwas wie Google Now, und dass das sozusagen gesellschaftliche Prozesse, kritisches gesellschaftliches Denken möglicherweise irgendwann auch blockieren könnte. Triviale Zukunftsformulare à la Google zerstören auch unseren Sinn für so etwas wie Gedächtnisbildung. Google sagt immer wieder, Sie sehen es ja hier auch, Eric Schmidt hat es wohl gesagt, wir leben in einer chaotischen Welt, und Google möchte ein bisschen dazu beitragen, diese chaotische Welt zu heilen, zu reparieren. Wer Geistes- und Sozialwissenschaften, ich war gestern an meiner alten Uni, da mit Studenten geredet, wer Geistes- und Sozialwissenschaften studiert hat, der weiß, dass es fragwürdig ist, wenn man sagt, wir möchten die Realität reparieren. Kauf dir sozusagen das und kauf dir jene Software und tut das und jenes, und dann weißt du sozusagen, dann bist du sozusagen in der Lage, ein eigentlich kontingentes Leben zu reparieren. Das ist Sozialtechnologie. Wir sind im Moment an dem Punkt, wo Google sich diesem Vorwurf aussetzen muss und wo man sozusagen über diese Vorwürfe zumindest diskutieren muss. Morozov wurde eben auch schon erwähnt, Evgeny Morozov, ein Weißrusse, glaube ich, ne? Ja, ein Weißrusse, noch ein ziemlich junger Wissenschaftler, nennt das auch Solutionism, und das ist auch hier in diesen Räumen sicherlich eine kleine Provokation. Er nennt das, was Google tut, Lösung, 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 das Leben einfach durchstrukturieren, Formulare für unser Leben, für unsere Lebensstile entwickeln. Lösung lösen, so tun, als wäre das alles ganz einfach, wenn wir nur Technik richtig benutzen würden. Genau das, dieses Denken in Lösungen, in endgültigen Lösungen und so weiter und so fort. Na, das ist etwas, was einem im Moment tatsächlich gegenüber dem, was mit Big Data und so weiter und so fort passiert, tatsächlich ein bisschen nachdenklich stimmen kann. Was bedeutet jetzt Ende des kulturpessimistischen Schlenkers, der mir aber wichtig ist? Was bedeutet Digitalisierung für unsere Erinnerungskulturen? Die Napsterisierung aller Wissensmärkte ist unterwegs. Seit ein paar Monaten ist Harvard, Princeton und so weiter sind im Netz. Sie haben festgestellt, das Geschäftsmodell universitäre Forschung, so wie es
rund 400 Jahre funktioniert hat, kommt auch durch Digitalisierung endgültig ins Wanken. Es ist nicht nur die Zeitung, es sind nicht nur die Bücher, es sind nicht nur die anderen Medien, sondern es wird auch der Wissenschaftsbereich sein. Und natürlich ist auch das Museum dadurch herausgefordert. Es entsteht diese Echtzeitversorgungserwartung von überall zu jeder Zeit. Das ist eine Herausforderung, das ist etwas, was wir alle genießen, seien wir ehrlich im Moment. Aber es wird tatsächlich auch sehr vieles ändern. Es wird auch sozusagen unseren Zugang, unser Verständnis von Vergangenheit verändern. Wenn wir das Gefühl haben, ich muss nur wischen und ich muss nur drücken und ich muss nur irgendwie machen, dann kann ich mir alles herbeizitieren, was es auf dieser Welt gibt. Wir werden jetzt oft von Studenten gefragt, ich muss eine XY-Arbeit zu dem Thema XY schreiben, können Sie mir mal schnell was zukommen lassen. Also auch da, ne, was ein Museum normalerweise anregt, ein physisches Museum, Prozesse anzukurbeln, Leute zu sagen, ihr müsst an einen, und ein Museum ist ein enorm gesellschaftlicher Ort, ihr müsst euch an einem Ort einfinden und dort sozusagen diesen Prozess der Wissensvermittlung und des Lernens und so weiter, den müsst ihr nachvollziehen. Das gerät mittlerweile bei vielen Menschen so ein bisschen aus dem Fokus. Es scheint irgendwie alles da zu sein und wir fragen uns, ob es sozusagen für auch so etwas wie Gedächtnisbildung noch so etwas wie ein Diskursprivileg gibt. Ist es tatsächlich so, wenn man heute Leute fragt, was war eigentlich damals mit der Wende 1989, sagen viele junge Leute, das war, ich habe aber mal einen Film gesehen. Ne? Also es kann tatsächlich, oder wir laufen in die Gefahr, dass es in den nächsten Jahren so ist, dass wir das Besondere, was wir in Museen finden, was wir in Vergangenheiten finden, die sich sozusagen von unserer Hier- und Jetzt-Welt unterscheiden, dass das sozusagen irgendwie in den nächsten Jahren möglicherweise nivelliert wird, weil wir ja alles zu jeder Zeit präsent haben. Andererseits, ganz wichtig für mich, es gibt so etwas wie diesen Medien-Darwinismus durch das Internet nicht. Es wird natürlich, alle mahnen das an. Das Silicon Valley hat auch schon verkündet, dass der Handel sterben wird. Völliger Unsinn, völliger Blödsinn. Der Handel wird nicht sterben. Auch sozusagen der stationäre Handel wird nicht sterben. Wir werden erleben, dass On- und Offline-Kulturen auf neue Art und Weise zusammengehen werden. Und wir werden dann irgendwann auch nicht mehr die große Unterscheidung in On- und Offline-Kulturen machen. Aber es wird so sein, und es war noch nie so, es kommt ein neues Medium und das wischt die anderen Medien sozusagen im Furor einfach mal weg. Das wurde immer angemahnt, das wurde immer befürchtet. Das wurde auch schon zum Beginn des Radios befürchtet, zu Beginn der Fotografie und so weiter und so fort. Es ist nie eingetreten. Und dahinter steckt auch so ein bisschen Feigheit. Und so die Angst, sich mit dem Modernen auseinanderzusetzen. Wir werden eben nämlich diese Verschmelzung haben von On und Off. Und sie wird selbstverständlich sein. Und sie wird sozusagen neue Geschäftsmodelle hervorbringen, weil die Konsumenten, auch die Museumsnutzer heute On-Off unterwegs sind. Und für die ist das selbstverständlich. Und wir müssen in den nächsten Jahren Modelle dafür finden, dass wir On und Off vernünftig zusammenbekommen, um die Leute in den nächsten Jahren noch zu erreichen. Dass dadurch so etwas wie Expertokratie, Gatekeeper-Funktionen außer Kraft gesetzt werden, auch im Museum, und dass das Museum sozusagen einen anderen Kommunikationsstil haben wird und haben muss, das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist ja die Diskussion, seit wir über Web 2.0 seit 2006 reden, ohnehin schon immer zentral gewesen. Aber tatsächlich, ja, wir erleben dieses Ende der Expertokratie und wir müssen sozusagen, das Museum muss einen anderen Kommunikationsstil an den Tag legen. Es gibt, und das ist sozusagen die positive Kurve, es gibt so etwas wie ein vitales Bedürfnis nach komplexer Erzählung. Schauen Sie sich an, wie junge Leute in amerikanischen Serien leben, wie sie sich da reinbegeben und Tag und Nacht teilweise auch wirklich Bulimie gucken machen, ne, wenn sie es können, also alle Folgen auf einmal. Und wir sagen, oh, früher, das war so schön, einmal die Woche und das hat doch gereicht. Und nö, reicht scheinbar nicht. Ne? Und also auch das verändert natürlich unseren Umgang mit Inhalten, auch mit historischen Inhalten. Und wir werden sehen, Netflix, wer kennt Netflix, ist noch nicht in Europa unterwegs. Ne? Das ist sozusagen, da können Sie sich in den USA Filme runterladen, die produzieren mittlerweile auch selbst Fernsehen, die haben Zugriffsdatenzahlen, die höher liegen als von vielen amerikanischen Fernsehstationen. Das ist Fernsehen on demand, aber intelligentes Fernsehen, Fernsehen in Fortsetzung, und das werden wir in den nächsten Jahren auch als große Herausforderung sehen. Die Menschen lieben diese politisch klugen,
nicht unpolitischen, nicht schlecht gemachten, komplexen, filigran gemachten Geschichten. Und das wird sozusagen in den nächsten Jahren die große Herausforderung sein. Wie können wir in einen Modus reinkommen, dass wir damit hier in Europa tatsächlich auch konkurrenzfähig werden? Die epochalen Chancen des Netz. Das Internet kann Long Tail, ne? Diese Theorie kennen wir. Das Internet ist sozusagen eine große Nische und dadurch werden auch minoritäre Ansätze besser sichtbar und auch besser verkaufbar. Das Beispiel Amazon, ich kann mir da die Filme aus den 60er Jahren auch anschauen, aber es gibt auch so etwas wie das Bedürfnis, das Internet kann Long Tail, also ne, die lange Geschichte erzählen. Sie kann komplexere Geschichten erzählen, sie kann polymedial erzählen. Das Internet ist ein super Medium, was ganz viele Medien in sich vereint. Das wollten wir immer, davon haben sozusagen die Filmemacher vor 100 Jahren, als sie angefangen haben, eigentlich auch schon geträumt. Und wir müssen nur sehen, tatsächlich, wie wir das in den nächsten Jahren aufgreifen können, weiterentwickeln können. Und auch dafür brauchen wir, wurde eben auch schon gesagt, einen öffentlich-rechtlichen Ansatz, der stärker die Gelegenheit erhält, tatsächlich mit solchen Themen umzugehen und auch so eine Herausforderung wie Netflix tatsächlich anzunehmen. Also ich möchte mich, und da bin ich sozusagen verbunden mit dem geschätzten Alexander Kluge, nicht davon verabschieden, auch wenn wir jetzt über diese Google-Themen reden, die ich anfangs kurz angetippt habe. Ich möchte mich nicht davon verabschieden, dass tatsächlich auch gerade über das Netz so etwas wie Gegenöffentlichkeit, mittlerweile altmodischer Begriff aus den 70ern, tatsächlich möglich ist. Und auch natürlich jetzt in der Verlängerung, wenn wir schauen, wie die Museen von morgen tatsächlich sich mit diesen Erzählanforderungen auseinandersetzen, auch das Museum wird weiterhin in der Lage sein, Gegenöffentlichkeit herzustellen mithilfe des Internets. Wir sollten uns um eine europäische Erinnerungskultur bemühen. Erzählmonopole sind Mist. Wir haben es gesehen, dass das Thema Google. Soll es so sein tatsächlich, dass alle Inhalte nur von Netflix, nur von Amazon, nur über amerikanische Geschichten erzählt werden? Nein, es soll nicht so sein. Wir müssen jetzt schauen, wir haben die Chance, aber wir sind auch definitiv aufgerufen, eine europäische Selbstvergewisserung hinzubekommen. Wie wollen wir unsere Geschichte dank oder im Internet weitererzählen? Wie wollen wir tatsächlich angesichts von Digitalisierung unsere Geschichte weitererzählen? Das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo wir Maßnahmen ergreifen sollen, zu sagen, wie können wir das Netz regionalisieren, wie können wir es europäisieren, und das meint überhaupt nicht, dass so etwas wie Nationalisierung, das was jetzt die Telekom so ein bisschen angedeutet hat, das meint es überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich um das Thema Regionalisierung und ein Netz, was uns in Europa hilft, uns selbst zu vergewissern. Brauchen wir noch ein Museum aus Stein? Wir brauchen mehr denn je gesellschaftliche Institutionen, die Sinnstiftungsprozesse angesichts der Datenflut unterstützen. Ich hoffe, ich glaube, das habe ich Ihnen eben ausführlich auch erklärt. Wir brauchen analoge Orte tatsächlich der Selbstvergewisserung, weil sie sich bewährt haben und Kommunikation eigentlich erst möglich machen. Keine Angst vor den neuen Medien. Medien sind nie das Elementare. Noch ein Satz des großen Geschichtsexperten Alexander Kluge. Medien sind immer Träger von Sinn, deswegen sollten wir sie auch nicht verdammen, wir sollten von ihnen profitieren oder wir sollten sie verwerfen, wenn sie uns nicht weiterbringen. Das Internet wird uns auch, was Gedächtnisbildung angeht, da bin ich sicher, in den nächsten Jahren definitiv weiterbringen. Aber Vorsicht vor den Playern, die sagen, das ist die Realität, damit helfen wir dir, das ist die Wirklichkeit. Brauchen wir in Zukunft noch ein Museum aus Stein? Zweiter Teil, der strategisch-gesellschaftliche Ort des Museums, wie alle anderen Medien, verändert sich dramatisch. Er wird in der Zukunft nicht mehr sozusagen der Ort sein, wo man sagt, so ist es, das müsst ihr hinnehmen, so war Geschichte, so ist Gegenwart. Er wird eher sagen, ich bin ein Filter, ich bin ein ritueller Ort, wo man zusammenkommen kann, wo etwas Neues entsteht, aber ich heile nicht, nochmal Google, ne? Ich bin ein Magazin und ich bin ein Forum. Und die Geste müsste sein, was auch sozusagen unsere Geste ist, so könnte es in den nächsten Jahren weitergehen, wenn ein Museum modern ist, kann es sozusagen auch darauf Antworten geben und sollte Antworten geben. So könnte es weitergehen, aber nicht nur die Antwort geben, so war es. Museen, gesellschaftliche Institutionen an sich sind unverzichtbar, weil sie Unterscheidungsvermögen produzieren. Ich habe es eben versucht klarzumachen, was ist unsere Vergangenheit, welche Konsequenzen hat es für die Gegenwart, welche Konsequenzen, das machen wir als Trendforscher, nichts anderes eigentlich, haben wir dafür für die Zukunft zu ziehen. Regional, situativ,
multiperspektivisch. Die Digitalisierung bietet viel Gelegenheit, das tatsächlich umzusetzen. Zukunft braucht Herkunft, Zukunft braucht Zeit, Entscheidungen brauchen Zeit, Entschleunigungsinseln für gute Entscheidungen, Gedächtnisbildung braucht Zeit und auch ja, Zeitluxus und auch so etwas wie Entschleunigung. Und auch deswegen werden wir in den nächsten Jahren solche gesellschaftlichen Orte wie das Museum weiter ganz dringend brauchen. Wir müssen dafür sorgen, Sie kennen, alle, die sich mit Geschichte beschäftigen, kennen von Paul Klee den Angelus Novus, den Engel, wo den Benjamin so schön beschrieben hat, der sozusagen aus diesen Trümmern der Vergangenheit nicht so richtig die Konsequenzen ziehen kann, der eigentlich bleiben möchte, Vergangenheit verstehen möchte, melancholisch ist, so ein bisschen im Vergangenen auch hängen bleibt. Das brauchen wir in unserer Kultur, finde ich, weiterhin, um Gedächtnisbildung gewährleisten zu können. Aber, und Benjamin sagt ja dann, er kommt nicht weiter, weil der Sturm aus der Zukunft, der Moderne, des Fortschritts ihn immer weiter treibt, aber er möchte bleiben. Und ich glaube, wir können, wenn wir mit Medien anders umgehen, es irgendwann hinbekommen, dass dieser Engel sich möglicherweise tatsächlich dann doch gelassen umdreht, den Rückenwind aus der Vergangenheit nutzt und zu einem vorausschauenden Flug in die Zukunft ansetzt. Das war ein etwas pathetisches Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.